Willkommen, liebe Freunde des anspruchsvollen Videospiels, zu einer neuen Folge Elden Ring. Und zwar heute einer ganz besonderen Folge Elden Ring. Ja, wir werden uns heute Placidusax vornehmen. Wir werden erstmal gucken, wo der ist und wollen jetzt einen epischen Kampf erleben. Ich befinde mich immer noch in meinem ersten Durchgang im Platin Run. Ich will so viel machen wie möglich. Also ich möchte eigentlich am Ende nur noch die letzten zwei Enden machen. Ja, und dann haben wir 100% Platin. Heute Malenia besiegt und ich sag euch ohne Scheiß, das ist meiner Meinung nach, also das war der schlimmste Boss in diesem ganzen Game, weil es ist unglaublich beschissen, wie dieser Boss ist. Ich kann es gar nicht sagen. Es ist einfach nur anstrengend. Oh, das war zu viel. Ich bin zu weit runtergesprungen. Ja, einfach nur anstrengend, weil die heilt sich ständig wieder. Es ist unglaublich ätzend. Die one-shottet einen mit jedem zweiten Angriff gefühlt. Es ist unglaublich schwer, diesem Wirbel auszuweichen. Das muss man erstmal richtig draufkriegen, welches Bewegungsmuster man da braucht. Also, krass harter Boss. Ich habe jetzt 60% durch, also es ist nur noch. Es braucht praktisch jetzt nur noch. Genau, jetzt Placidusax, den machen wir jetzt. Malikev und dann das Elbenbiest. Ja. Und dann ist das auch schon soweit alles vorbei mit dem ersten Durchgang. Und dann versuche ich halt im New Game Plus direkt. Na komm, nicht zu weit. Junge. Das restliche Ende und ich habe mir vorgenommen, dann das dritte Ende halt die rasende Flamme zu nehmen. Damit wird das Spiel dann niedergebrannt. Ja. Und dann widmen wir uns neuen Projekten, die dann so nach und nach kommen. Ich weiß noch nicht so genau, worauf ich Lust habe. Vielleicht wird es ja doch auch wieder ein From Software Game. Schauen wir mal. So. Jetzt übrigens zur Erklärung. Wir sind ja jetzt im zerfallenen Farum Azula. Und der Placidusax ist ja eigentlich einer der ersten oder der erste Fürst, glaube ich, gewesen. Also nicht Eldenfürst, weil. Ne? Und wir reisen jetzt in der Zeit zurück, um ihn zu bekämpfen, weil der ja schon lange weg ist. Deswegen ist auch die Arena gleich wieder ganz. Wirklich episch, muss ich sagen. Wirklich episch. Also wir reisen jetzt in der Zeit zurück. Ich werde ihn jetzt erstmal ohne Asche probieren. Nur einfach mal um zu gucken, um seine Bewegungsmuster ein bisschen zu gucken. Und dann würde ich behaupten, klatschen wir ihn hart auseinander. Vielleicht klatschen wir ihn auch beim ersten Mal. Ich gehe nicht davon aus, aber gucken wir mal, wie es so wird. Okay. Es ist
Okay, ich habe jetzt doch Gänsehaut. Wow. Ist das krass. Okay. Let's go. Wir probieren's. Geil. Krank. Okay, wir laufen erstmal. Wir laufen am besten schon mal hinten rum. Einmal. Zweimal. Zweite Mal. Okay, wir müssen raus. Oh, wir müssen raus. Shit, shit. Okay, ich hab's verkackt. Ich dachte, das wäre schon der dritte Mal. Das dritte Mal. Okay. Der Dodge war schlecht. Das war auch mega schlecht. Cool, habe ich nicht mit gerechnet, dass er sofort den Angriff macht. Vor allem, wenn man den nicht dodgt und er dann das Feuer auf einen schmeißt, dann hat man echt verloren. Hab Millisekunden zu spät gedodgt. Millisekunden. Okay, der Kampf könnte doch anspruchsvoller werden. Oh nein. Ja, man sollte dann auch den Aufzug wieder hochfahren, bevor man da runter geht. Das ist eine gute Idee, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall sehr episch, muss ich sagen. Also wirklich gut inszeniert, die ganze Geschichte. Und ja, man muss halt das richtige Timing bei dem Boss haben. Also das ist extrem wichtig. Timing ist bei dem Boss alles. Das war groß. Ah, ja, so ist besser. Okay. Probieren wir es gleich nochmal. Ich klatsche mir nochmal so ein Ding rein. Mit die Stats nochmal ein bisschen. Hab übrigens eine neue Asche. Tichy, die schwarze Klinge, ist eine mega geile Asche, muss ich sagen. Also der Typ, also wenn man die bekommt, der hat mich auch mega auseinandergenommen. Habe ich auch ganz schön lange gebraucht. Weiter.
hinten zum Spann. Okay, das war schlecht. Junge, Junge, Junge. Jetzt fängt er wieder an zu brüllen. Oh, weg, weg, weg. Oh, 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 weg. Oh, weg. Oh, weg. Das ist ein One-Shotter. Ich hab doch gedodged. Wo muss ich denn dodgen? Okay, okay, okay. Wo kommt der? Wo kommt der? Ey! Ich hab keinen Plan, wann ich dodgen muss. Ja. Ey, ich hab den doch gedodged! Ja. Ey, das ist mega ungerecht. Also ich dodge die eigentlich. Okay. Also ich finde, ich hab die eigentlich ziemlich gut gedodged, muss ich sagen. Hab jetzt nicht verstanden, warum ich ständig Schaden gekriegt habe, weil ich. Also, keine Ahnung. Hab irgendwie noch nicht das richtige Timing für diese Schläge. Aber gut, der war schon wesentlich, wesentlich besser, der Versuch. Ah, ich denke, 3, 4 Versuche brauchen wir wohl, um den zu matchen. Man muss halt erstmal gucken, wie man. Wie man das gut hinkriegt. Schauen wir mal. Aber ihr seht schon, Tichy ist geil, weil der macht so, der ist erstens schnell und zweitens macht er so, macht er diese komischen Angriffe auf den Gegner, die dem Lebenspunkte abziehen. Das ist mega cool. Fand ich übrigens gerade richtig uncool, dass der Drache einfach nicht aufgehört hat, seine Pranken auf uns zu schmeißen. Und uns damit echt heftig den Arsch versohlt hat. Aber wir gucken einfach. Wie gesagt, das ist jetzt das erste Mal, dass ich den. Also, es ist. Ich gehe da jetzt echt halb blind rein. Ich muss halt erstmal echt wirklich das richtige Timing hier finden, damit damit wir den hier klatschen können. So, let's go. Komm, Tichy. We do it again. Erstmal rennen wir jetzt erstmal rein. Und oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, steh auf. Okay, wenn wir hier hinten stehen, kann dieser Angriff uns schon mal nichts anhaben. Okay, er haut ab. Wir sind jetzt schon in der zweiten Phase. Wir müssen gucken, wir müssen gucken, wir müssen gucken, wir müssen gucken.
Okay. Ey, ich dodge in dem Moment, wo er kommt, dodge ich halt auch. Oh, weg. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Weg. Okay, jetzt sind wir alleine. Das hat unseren guten Tichy. Ja, ich hab zu früh. Diesmal war ich zu früh dran. Oh, das war schlecht. Ich muss nach hinten. Das ist auch schlecht. Ja, der war besser. Ah, Mann. Geh doch weiter nach hinten. Diesmal habe ich ihn. Okay, das war schlecht. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oh, Junge. Ich habe ihn nicht gesehen. Oh, was? Okay. Es explodiert einfach alles. Junge, okay. Nein! Ich war nicht weiter, ich war nicht weit genug hinten. Okay, aber langsam stimmt das Timing. Ich weiß so langsam, wie ich ihn dodgen muss. Das ist schon mal viel wert. Der Kampf war schon mal richtig gut, vor allem brauchen wir die Asche nicht so richtig. Also wenn man richtig dodgt bei dem, dann das ist die halbe Miete. Das Timing ist bei diesem Boss entscheidend. Aber der ist halt nicht ungerecht. Ich finde den Boss halt wirklich ist einschätzbar, ist machbar. Wirklich machbar. Das finde ich... warte mal. Nee, doch nicht. Ich will noch mal irgendwas verändern. Ich mach eben noch die Flaschenverfüllung. Obwohl, ey, mit 10... Ich müsste eigentlich mit 10 Flaschen... Müssen wir doch locker hinkommen, ne? Ja, das finde ich bei Mikella ist das ist einfach ungerecht. Dann geht die durch zwei Phasen, wo der Balken dann nochmal hochgeht und wird halt noch aggressiver im zweiten Dings. Das ist einfach, ich finde Malenia ist mega ungerecht einfach. Es ist einfach ein ungerechter Bosskampf. Ich habe sie am Ende dann auch nur gekillt. Also ich habe es wirklich, ich habe drei Tage daran gesessen und habe fast mit wenig Unterbrechung habe ich diesen Bosskampf gemacht und ohne Kram. Ich war wirklich am Rande der Verzweiflung. Ich habe dann am Ende habe ich dann Multiplayer genutzt, habe mir zwei Leute mitgenommen und habe dann diesen Fliegenschwarm einfach nur noch auf sie drauf gespammt und geguckt, dass ich möglichst weit weg bleibe, weil Alter Spiel, das war also wirklich, nee, komm, wirklich nicht schön.
Ich war auch am Ende nicht, also das ist auch normalerweise, wenn man jetzt hier so einen Bosskampf, wenn man den erledigt hat, dann freut man sich ja. Dann findet man geil, ich habe den Boss besiegt. So, auch wenn man das eine Stunde oder 2 Stunden, ein paar Stunden probiert hat. Aber ohne Kram, das ist einfach nicht, ist nicht feierlich gewesen, meiner Meinung nach. So, komm, Freak. Wo ist er? Okay. Super. Great Dodge. Oh, das war scheiße. Und da darf man nicht healen. Okay. Oh, das war... Alter! Was? Wie hat er mich denn da noch gekriegt? Ah, bitte weg doch! Zu weit, zu weit. Ach, das ist doch scheiße. Dass man da nicht wegdodgen kann. Einen Versuch machen wir noch und dann ist es wieder soweit, dass ich das wirklich in Ruhe machen muss. Ich in so einer Aufnahme, da kann ich mich nicht richtig konzentrieren. Tatsächlich. Setzt mich ein bisschen unter Druck, wenn die Leute zugucken. Aber gut, wir versuchen noch einen. Der Versuch, der hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Das war... Haben wir wirklich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann irgendwie? Immer noch, haben die mich immer noch anvisiert? Bis hier unten? Kommen die hier echt runter? Nee. Ah. Okay. So, jetzt fallen jetzt hier nicht noch runterfallen. Dämlicherweise. So,
Placidu sagst. Let's go. Wie gesagt, das ist hier echt einfach nur Timing lernen und dann wirklich gucken, dass man guckt. Also das ist alles bei diesem Kampf. Das ist wirklich Timing. Malenia ist einfach nur scheiße. Ah, wir müssen doch weiter raus. Okay, wo ist er? Da ist er. Ah, da war ich zu spät. Da war ich viel zu spät. Das war gut. Oh, das war schlecht. Oh nein, das war richtig schlecht. Oh, jetzt geht's ab hier. Oh, jetzt werden wir hier richtig durcheinander gebracht. Junge. Okay, alles oder nichts. Oh, das war so gut. Oh, ich habe ihn nicht gesehen. Fuck. Oh, ich konnte noch nicht mal aufstehen. Der Kampf ging so gut los. Ich dachte, jetzt kriege ich ihn echt. Und dann holt er da seinen komischen, ich laser alles Feuer um mich rum, baller alles weg. Der Angriff ist wirklich fies, muss ich sagen. Der Angriff, der nervt. Und dieses komische Ding, wo er da dann, oder dann habe ich ihn halt nicht anvisiert, ne? Ich wusste nicht, wo er ist. Leute, ich versuche diesen Boss jetzt nochmal zu legen, nehm auf und zeige euch dann, wie ich ihn dann letztendlich gelegt habe. Leute, ich sag erstmal danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr doch nicht habt. Like schadet auch nicht. Bis dann.